Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Escapist 2. Weiter geht's. Achso, hier sehen wir einen Tipp: Gefallen für andere Hinweisen abzuweisen. Senkt ihre Meinung von dir. Das wissen wir zwar bereits, aber nehmen wir mal mit. Vielleicht ist ja auch irgendwer neu auf dem Kanal. Das kommt ja auch ne, häufiger vor, als man vielleicht denkt. Ja, weiter geht's hier im Glorious, The Glorious Regime oder wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, von China inspirierten Gefängnis. Keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist es ein bisschen trickiger hier abzuhauen, schätze ich mal. Aber ich habe es nie gemacht, deswegen, ja, mal schauen. Ne? Freizeit, okay, Seife holen. Ja, ist mir nicht egal, weil, ich muss erstmal gucken nach diesem Packs da. Nach diesem Pegasus. Fahne des Menschen. Okay, Kobellion. Man darf ein bisschen, aber ich weiß nicht, was wir bauen. Ich denke auch diese den Ausbruch mit einer, also ich denke mal, es gibt einen Ausbruch mit einer schusssicheren Waffe, aber ich denke, die wird Multiplayer sein. Ich weiß nicht, was das hier ist. Also hier mit, warum wird mir der Tipp angezeigt? Wir hatten schon so viele Gefängnisse auf dem Spielstand und trotzdem zeige ich mir den Scheiß an. Weil ich konnte ja auch direkt weitermachen, wo wir aufgehört hatten und so. Also ich habe, also ich, das hatte ich nicht zurückgesetzt. Ich weiß nicht, warum die manchmal random so Tipps zeigen, aber gut, vielleicht wollten sie auch nochmal sicher gehen. Ist ja nicht ganz so verkehrt. Es gibt schlimmere Entwickler wie zum Beispiel EA und Maxis, die mir ja den Bock und den Spaß an Sims so langsam vermiesen. Und das ist halt, ja, Bullshit halt. Aber gut, vielleicht soll ich akzeptieren, dass Sims die besten Zeiten hinter sich hat und naja. Im Game lebt wohl dann. Irgendwann wird es vielleicht dazu kommen, tatsächlich. Das, obwohl ich ein riesen Sims-Fan bin. Aber ja, das, was mir am besten gefallen hat in Sims, die kreative Freiheit, die wird hier mehr und mehr genommen, leider. Und das auf dumme und unnötige Art und Weise, leider. So, aber ich weiß halt auch nicht, ob das so passt, wenn ich hier die Dings hier nehme, die. Also, wie ich geplant hatte, mit Einbegrenzungsausbruch mit Schere. Und damit Dings, Enterhaken oder Brechen. Ich denke eher mit Enterhaken, falls möglich ist, aber weiß nicht, ob ich. Also auf jeden Fall brauche ich dafür den Teil dann eine Schere. Aber ich weiß auch nicht, wo diese Packs sind, die wir brauchen. Für den einen Ausbruch, der ja durch den Tipp da confirmed ist. Oh, da sind zwei Missionen sogar nah beieinander. Rional. Was hat Rional denn für uns? Oder muss ich den Job verlieren lassen? Roarkes und Birne, nee. Das ist extra Bars beim Prüfen. Hä? Das eine war doch Roarkes Schubine oder nicht? Keine Ahnung. Lage, werde ich vielleicht abbrechen. Mal gucken. Ja, doch, weil dafür einen roten Schlüssel für die 90 Coins. Nur wenn wir müssen. Kriegt hier den Schlagstock. Achso, den CDM muss ich dann hauen, das kann man vergessen. Warte, man muss sich irgendwie den Job verlieren. Apulian Maps, dann haben wir hier noch. Weil es könnte auch sein, dass wir durch eine Quest hier einen Ausbruch haben. Warte, Subine muss ich hauen. Also werde ich das mal machen dann. Ah shit, jetzt habe ich den scheiß Stein hier. Was für ein Scheiß. Wer war denn das mit der Mission? Warst du das? Ah, Warke Subine wird halt gehauen gerade. Aber ich will gar nicht machen, dass das den Job hoffentlich verliert. Aber die Guards sind jetzt natürlich auf mir dran. Aber vielleicht ja nicht, wenn ich nur den haue. Vielleicht ist der Sniper dann cool. Ja, ist er tatsächlich. Nice. Wie dämlich, aber auch. Wie dämlich, aber geil für uns. So. Ich will euch auch nicht hauen, Guards. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, nein. Ich habe nichts gemacht. Also ist zwar irgendwie dämlich, aber es hilft uns. Deswegen sehe ich das als nicht so dramatisch an. Ich kann nicht zur Arbeitszeit, das ist eine Schranke. Wo muss ich den? Im Tisch von Dabs, ey. Aber ob ich den Scheiß überhaupt upgraden will, weil er hat mich voll in Probleme gestellt. Weil ich hätte sogar so Probleme jetzt. Ob ich jetzt das so habe oder anders halt. Aber ich weiß mir auch nicht, warum ich. Achso, das ist erlaubt, mein Mauerstein? Seit wann? Normalerweise ist das voll das Verbrechen und so. Warum ist das hier erlaubt? Weil es China ist? Okay, ja, dann never mind, dann könnte man das angehen. Ich dachte nur, wir hätten so oder so Probleme wegen dem Mauerstein, deswegen bin ich halt auch auf Risiko gegangen. So. Aber cool, dann suchen wir mal den Roake Shubine hier.
Aber ich glaube, der wird schon längst weg sein, ne? Oder? Wird doch locker schon bei seinem Job sein, ja. Ja, der ist bei seinem Job. Sicher in dem Movement. Ja, das ist kacke. Aber ich habe auch noch nicht das Item, was wir zum Ausbruch brauchen, gefunden. Nicht einmal. Also brauchen wir einen Schlüssel, also ein roter Schlüssel, wenn er ist. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber wäre schon geil, dass ich die Superguard-Kleidung hier habe. Im letzten Gefängnis gab es ja leider anscheinend keine. Aber hier gibt es wieder Superguards, die hier sind. Hier, seh dich da mit deinem Superschlagstock, ja, ja. Aber vielleicht sind hier auch, ist das auch sehr, sehr versteckt, das Item. Ist auf jeden Fall nicht hier drin, weil das nur für einen Multiplayer. Ja. So. Er geht zum Hutschrauber, deswegen, das bestätigt halt auch mich daran, dass wir halt wirklich bei Multiplayer diese falsche Schusswaffe brauchen. Das haben wir auch, das gibt's ja auch in einem anderen Gefängnis. Und, Leute, da bleiben die Sachen ja wirklich drin. Ich hab das nicht, auch das wirklich so ist. Dass die halt wirklich da bleiben. Dass man da, dass das halt auch in einem anderen, in einem Unterwassergefängnis gibt es halt auch ein Multi, was auf Zeit basiert ist. Also dieses Wassergefängnis, was auf Zeit basiert, da ist das halt auch so im Multiplayer, dass du das halt mit einer schusssicheren Waffe machst. Das hatte ich tatsächlich mal gemacht gehabt mit einem Kollegen. Ja, aber der zockt kein Dings mehr. Deswegen ist das keine Option. Hier finde ich meinen Klebstoff so. Dabei hätte ich im letzten Gefängnis gut brauchen können, so. Aber gut, vielleicht ist der auch hier sehr nützlich, wer weiß. Wir müssen zum Appell und ich gehe mal wieder den dümmsten Weg, den ich gehen kann. Warum? Keine Ahnung, ich dachte, es wäre der beste. So, wir waren beim Appell gewesen. So. Ich weiß auch noch nicht, wo wir hier noch irgendwas haben. Aber wenn das da eh nicht gefunden wird, kann ich es auch liegen lassen. Ja, hier ist ein Schrank und so. Ja, ich kann wieder an einem Weg rausgehen und so, aber ich habe jetzt die Zeit nicht mehr. Ich wollte eigentlich hier nachschauen, aber dann war der Guard da und so. Und hier war ja ein bisschen was, ne? Ja, genau. Richtig. Ich weiß auch nicht, warum der eine Guard da einfach blöd rumsteht. So. Halt echt unlucky. So. Ja, nehmen wir das mal alles mit. Schmeißen das hier wieder am Boden, weil es nicht abgenommen wird. Den Pömpel auch nicht. Da gibt es schon bessere Waffen. Auch wenn der Pömpel gar nicht so verkehrt ist, wie gesagt. Freizeit. Also ich kenne mich nach wie vor hier nicht aus, ob man es glaubt oder nicht. Ja, bisher die Objekte nicht bekommen. Also sind die vielleicht versteckt oder wir haben einfach Pech. Wie ich in Real Life so häufig. Egal, wir haben auch ein volles Inventar. Dann machen wir direkt gleich mal. Ich glaube, Seile kann man hier nicht herstellen, anders als ein volles. Und nein, du gehst nicht in mein Zimmer rein. Mir egal, dass du die Pult, dass du das Pult vom Nachbarn durchsuchen willst. Du gehst in meine Zelle nicht rein. Mir egal, ob Job hin oder her, Junge. Ich mach dich kalt, Arschloch. Niemand geht in die Zelle von meinen Schaß rein. Gut, ja, halt mal. So, jetzt hat auch was verboten ist in deinem Dings. Dann was wäre, gib mich nicht auf. So. Hat kein Interesse an dir, Alter. Mach dich weg. Das ist auch okay, dann. Warte, mit dem reden wenigstens so. Ne, wollte ich gar nicht. Ich dachte vielleicht hat der das Item, was wir bauen werden. Ah nice, wir werden sogar in die nahegelegene Krankenstation gebracht. Das ist viel besser als das letzte Gefängnis. Und das, obwohl ich mich hier weder auskenne und noch viel Zeit verbracht habe. Also das sagt ja eigentlich schon alles über das letzte Gefängnis aus, oder? Okay. Das ist wenigstens anscheinend ein vernünftiges hier. Also zumindest macht es halt den Eindruck, als wäre es aktuell gesehen vernünftig. Nein, ich möchte hier. Dann sind ja extra Tische. Wenn irgendwas Deko sagen, das war. Oh, vielleicht etwas, worüber ich nicht reden will. Keine Ahnung. Wo Menschen zur Arbeit gezwungen werden, vielleicht soll es das darstellen. Wer weiß. Ist ja auch egal, denn ich zwinge niemanden zu irgendwas, weil alle sollen mir aus dem Weg gehen. So, Dabs. Ach, Dabs ist so weiter. Ich weiß schon, warum. Aber wenn das nicht verboten ist mit dem Stein, warum kriege ich das als Mission hier? Das ist schon dämlich. So, Abendbrot. Ja, super.
Alter. Ah, scheiße. Aber gut, ich wäre wahrscheinlich eh down gegangen. Naja. So wichtig sind mir die Objekte jetzt auch nicht. Ist zwar nicht optimal gelaufen, aber naja. Wie auch immer. In da loswerden. Wohin? Okay, ich habe das eben noch gelobt, aber dass hier eine Krankenstation ist, ist. Oder eher gesagt, dass er eine andere gebracht wird als ich, das ist eher das Problem, aber ja, scheiß drauf. Dann mache ich halt mal ein bisschen Wissen, wenn ich eh schon einmal hier bin. Ja doch, das muss ich eh hochböllern, ich höre nie. Also weil ich das noch nicht auf 70 habe, das ist schon dämlich, aber. Wobei, es ist Duschzeit, ausnahmsweise nehme ich die mit, wenn ich hier fertig bin. Aber ich hoffe, ich bin dann auch alleine beim Duschen. Junge, komm mir nicht so nah, du scheiß NPC. Ja, schade, dass ich ihn nicht töten kann, aber vielleicht gibt's auch coole Mobs, Mods für Escapist. Weiß ich halt nicht, was da gibt. Vielleicht gibt's ja irgendwas, womit man Leute töten kann. Das wäre super. Wenn nicht, muss ich es erschaffen. Dann kill ich die NPCs hier. Also die Zivilisten halt, weil der eine kam mir da gefährlich nahe, genauso wie ein anderer Zivilist. Und naja, brauchen tut man die Schweine sowieso nicht, weil kannst nicht mit denen interagieren. Kannst gar nicht mit denen. Ja, super. Ist ja ganz toll. Nein! Fuck. Oh, shit, das wäre. Stimmt, das war ja durchzuhalt. Ja. Müssen wir bei Pam gehen? Was ist jetzt los? Also ich weiß, Routine verlassen, aber was ist jetzt für eine Zeit? Appell, okay. Hätte ich auch tippen können, dass noch ein Appell ist abends, ey. Das ist scheiße. Ja, den muss ich auch noch verprügeln. Also das heißt muss, aber kann ich noch verprügeln. So. Wo ist denn hier der Spacko mit dem Keks? So. Wo ist denn der? Spacko! Ah, du bist es, okay. Lag ich sogar richtig. So, Seile von Dan zurückholen. Der hatte sich geboxt? Null. Aber eigentlich wollte ich in die. Ich weiß nicht, wo ich nachgucken wollte, nach irgendwas. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich denke, so eh jetzt Schlafenszeit. Gehe ich mal von aus. Dass wir noch irgendwas gemacht haben, habe ich den K.O. Nicht in meine Zelle gehen. Ach Mann, ey. Wenn ich nicht so low on energy hätte ich dich fertig gemacht, du Arsch. Nein, ihr sollt mich nicht operieren, ihr sollt mich in meine Zelle bringen, ihr Schweine. Ja, nichts könnt ihr. Aber ja, bisher haben wir nicht das, was wir haben wollen. Egal, dann hau ich mal kurz den K.O. Auch wenn das ein bisschen uncool ist, wenn er mir dann. Achso, musste ich sogar? Geil. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Mission ist. Ich wollte das eigentlich nur machen, weil ich. Also, das hätte auch zu warten können, aber ich habe keinen Bock zu warten, deswegen. Außerdem, wo ich meinen Mitmenschen das Leben zur Hölle machen kann, mache ich das. Ich bin kein guter Mensch. Aber es interessiert mich halt auch nicht. Und wie es weitergeht, sehen wir im